Am 25. April wurde bei strahlendem Sonnenschein gemeinsam mit Südböhmen die Oberösterreichische Landesausstellung in Freistadt eröffnet. Unter dem Titel »Alte Spuren, neue Wege« erzählen vier Standorte in zwei Ländern über die gemeinsame Geschichte des Raumes zwischen Donau und Moldau. Zahlreiche Gäste aus nah und fern nahmen am Festakt teil. Landesausstellungen sind große Ereignisse. Sie sind auf der einen Seite Kulturereignisse, wo wir die Geschichte unseres Landes mit einem aktuellen Bezug zur Gegenwart präsentieren, Teile dieser Geschichte, diesmal ganz besonders wichtige, nämlich die gemeinsame Geschichte mit Südböhmen, die Trennung, den Eisernen Vorhang und die Zeit danach, die zweite Chance, die wir bekommen haben, jetzt in ein gemeinsames Haus Europa einzuziehen. My v Čechách nemáme tak častou tradici zemských výstav. My v Čechách je míváme jednou za 100 let. Also wir haben in Tschechien nicht solche große und lange Tradition mit Landesausstellungen. Wir machen es so einmal im 100 Jahren, aber wir sind sehr froh, dass wir eingeladen worden sind mitzumachen und ich sehe in diese Ausstellung eine neue Chance, noch besser zusammen zu kooperieren. Landesausstellungen sind eine wunderbare Einrichtung, weil man damit Dinge zu sehen bekommt, die sonst im Depots von Museen schlummern. Und auf der anderen Seite natürlich im Gegensatz zum Museum, wo eben die Objekte eines Museums nur gezeigt werden, hier eine Vielfalt von Sammlungen, Museen etc. beteiligt ist, wo man zu einem Themenbereich dann sehr schön auch Wissen vermitteln kann. Landesausstellungen sind nicht nur schön, sondern es ist, man soll was lernen daraus. Also mein Grundsatz ist, wenn man aus der Ausstellung rausgeht, sollte man erheblich mehr wissen, als in dem Augenblick, wo man hineingegangen ist. Beim Ausstellungsrundgang in Freistadt wird den Gästen ein virtuelles Relief mit einer Übersicht über die vier Ausstellungsorte geboten. Die in der Brauerei behandelten Themen erzählen unter anderem von den Handelsrouten der Vergangenheit und natürlich auch über die Geschichte des Bierbrauens. In Bad Leonfelden geht es um Medizin und Fürsorge, sowie um das Thema Straße, Handel, Verkehr. In Wischibrod im Zisterzienserstift ist einer der Höhepunkte das legendäre Zawitschkreuz mit seiner kulturellen Bedeutung. In Český Krumlov wird so mancher Betrachter über die nicht realisierten gemeinsamen Projekte der Vergangenheit erstaunt sein. Die Landesausstellung Alte Spuren, neue Wege hat ihre Pforten in Südböhmen und in Oberösterreich von 26. April bis 3. November täglich von 9 bis 18 Uhr für ihre Besucherinnen und Besucher geöffnet. Für die vier Ausstellungsorte Wischibrod, Český Krumlov, Freistadt und Bad Leonfelden gibt es ein gemeinsames Ausstellungsticket. Infos und Führungsanmeldungen zur Landesausstellung finden Sie unter www.landesausstellung.com.